Du denkst doch nicht, dass so ein Schokomuffin wie du in mein Haus kommt und nicht vernascht wird. Sie wollen mich vernaschen? Ich will, dass du mich vernaschst. Na, 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 na. Ihnen sollte man mal wirklich den Hintern versohlen. Heute ist ein ganz besonderer Tag, denn ich werde die Familie meiner Freundin kennenlernen. Ich bin ganz schön nervös und aufgeregt, aber ich werde mein Bestes geben, sie von mir zu überzeugen. Ich bin schließlich ein nicer Dude. Nelson, du kannst das. Du gehst jetzt da rein und zeigst ihrer Familie, dass du der perfekte Mann für sie bist. Dann werdet ihr zusammen alt, Kinder kriegen, heiraten und das Ganze drum und dran. Du kommst viel zu früh. Ich weiß, aber ich arbeite daran. Guck mal, es gibt eine neue Technik, die probiere ich gerade aus. Da klemmt man seine Pobacken zusammen und dann... Du? Ja, Luana, Ferrat. Oh Gott, ich bin zu viel auf TikTok. Ich meine, du kommst zu früh hierher. Meine Mutter kocht gerade nur. Ich hoffe nicht vor Wut. Oh, jetzt komm hier rein. Ja, komm. Ich dachte, ich lerne deine Familie kennen. Tust du auch, aber wenn du zu früh bist, musst du noch ein bisschen warten. Ich hasse warten. Das ist wie ein Pickel auf der Nasenspitze bekommen. Das macht keinen Spaß. Du armes Ding. Kommst du jetzt? Nö, Spaß, natürlich komme ich. Oh, schönes Zimmer übrigens. Und jetzt will ich erstmal einen Kuss. Du willst einen Kuss? Ja, natürlich will ich einen Kuss. Na gut. Mann, du kleine du hast schon wieder Klamotten aus meinem Kleiderschrank genommen. Was laberst du für eine Scheiße? Ich habe meinen eigenen Kram. Damn, ist das nicht dieser YouTuber? Ey, boah, geil, Dicker. Ey, können wir vielleicht ein Foto machen? Ey, weißt du, ein bisschen Insta-Push? Ja, komm mal, schnell. Komm. Okay. Guck mal, du bist ein cooler, aber so. Damit die so denken, ja. Aber das machst du auf Instagram, ne? Also ich schau mal, ob man das irgendwie so... Bombe. Okay. Schwester Herz, kannst du bitte deinen Arsch jetzt einfach bewegen und aus meinem Zimmer gehen? Gott, das ist ja okay, Digga. Guck mal, Digga, wenn ich in deinem Zimmer bin, ist es immer ein Problem. Aber wenn du in meinem rumschnüffelst, ist es okay, oder was? Mach jetzt nicht so eine Welle, du möchtest gerne Shireen David. Was hast du gerade gesagt? Oh, oh. Es ist äußerst unangenehm, wenn man einen Streit mitbekommt. Wenn man einen Streit von zwei Mädels mitbekommt, ist es noch unangenehmer, weil die ganz schön abgehen. Aber da muss ich jetzt durch. Tut mir echt leid, meine Schwester ist manchmal einfach ein bisschen speziell. Ist nicht schlimm. Guck mal, mein Bruder hat sich mal in mein Bett übergeben. Ich war so blau, hab in dem Übergebenen geschlafen. Am nächsten Tag wollten wir in die Stadt gehen. Nelson! Was ist denn, mein Engelchen? Ich will deine Ekel-Stories nicht hören, aber willst du jetzt endlich meine Mutter kennenlernen? Klar, als ob sie meinem Charme widerstehen kann. Guck mal, ich zeig dir ein bisschen hiervon, ein bisschen davon, ein bisschen davon. Das ist echt cool. Ja, aber deshalb liebst du mich doch. Das stimmt. Ich würde sogar die Popel von Apache essen, Mann. No care. Ja, okay, ich glaube, wir haben verstanden, wie sehr du ihn feierst. Ja, aber das ist auch ein begabter Musiker. Ja, aber komm, das Ding ist, ich wollte schon immer ein Indianer als Kind, ne? Nicht, weil die irgendwie Büffel jagen können oder so, das ist so ein Extra-Bonus, aber wegen diesen Federn am Kopf. Ich finde das übertrieben geil. Du weißt aber schon, dass Federn nur Kopfschmuck sind. Die wachsen nicht aus dem Kopf. Hä, for real, Digga? Da war ja mein ganzes Leben eine Lüge. Aber was ich eigentlich schon immer mal fragen wollte, ne? Warum machst du so viele Zeitlügen in deinen Videos? Musst du ihm die ganze Zeit auf den Sack gehen? Lass den Jungen doch mal atmen. Ja, okay, ich frag doch nur. Ich interessiere mich halt für andere Menschen. Sorry. Ich meine, stell dir vor, das wäre jetzt dein YouTube-Video, ja? Du hättest safe schon eine Zeitlupe drin gehabt. So ein Quatsch. Zeitlupen, Zeitlupen, Zeitlupen. In jedem deiner Videos. Und meistens sind es immer irgendwelche heißen Girls, die sich in Zeitlupe bewegen. Das ist einfach ein Stilmittel, was nebenbei echt gut ankommt. Ja, gut ankommt. Vielleicht bei den 13-Jährigen, die sich einen drauf schnattern. Aber wenn ich das sehe, kriege ich erstmal Komplexe seinen Vater. Du meinst, ich sollte keine Zeitlupen mehr machen? Nee, Digga, du hast doch Talent genug, um auch anders zu unterhalten. Damn, okay, dann mache ich keine Zeitlupen mehr. Aber Mama, da bist du ja. We'll be right back.
Zeitlupen, ne? Sorry fürs Warten. Das ist also der junge Mann, von dem du mir schon so viel erzählt hast. Ja, Mama, das ist Nelson. Nelson, Mama, Mama Nelson. Freut mich, Sie kennenzulernen. Ja, die Ehre ist ganz meinerseits. Ich gehe dann schon mal das Essen holen, ja? Oh, klingt doch toll. Ja, Mädels. Piep, 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 wir haben uns alle lieb. Jeder ist so viel er kann, nur nicht seinen Nebenmann. Gut. Gönn ihn essen, ne? Ja. Lass es dir schmecken. Das ist ein altes Familienrezept. Da haben sie uns ja echt ein Festmahl aufgetischt. Was ist das denn, wenn ich fragen darf? Das ist schwedische Urinosuppe. Urino? Ja, wird gewonnen aus frischem Urin von schwedischen Zwergtauben. Nur kurz aufkochen und salzen. Das ist Pisse? Nelson! Ich meine, einen guten Appetit. Und? Es schmeckt fantastisch. Ah, das war echt lecker. Vor allem das Hauptgericht. Ich hätte nicht gedacht, dass Ziegenarsch so lecker schmecken kann. Aber jetzt bin ich anders müde. Dann schlaf doch mit mir. Du denkst doch nicht, dass so ein Schokomuffin wie du in mein Haus kommt und nicht vernascht wird. Sie wollen mich vernaschen? Ich will, dass du mich vernaschst. Na, 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 na. Ihnen sollte man mal wirklich den Hintern versohlen. Ich versohle dir gleich den Hintern. Was quatschst du da? Wo bin ich? In meinem Bett. Du hast was gegessen, bist dann hier eingepennt und hast irgendwas angefangen zu reden. Was habe ich denn gesagt? Dasselbe wie immer. Jede Menge Unsinn. Aber sag mal, wann lerne ich eigentlich deine Familie kennen? Wann ich deine Familie kennenlerne? Man hat doch Zeit. Lass uns erstmal heiraten, Kinder bekommen und so weiter. Nelson, wieso kann ich deine Familie nicht kennenlernen? Weißt du, ich glaube, du bist noch nicht bereit dazu. Versprich mir, dass ich sie bald kennenlerne. Na gut, versprochen. Kleiner Fingerspur. Und? Bist du schon schwanger? Halt dein Maul. Ja, was denn? Die African Boys sind fruchtbarer als ein Obstsalat. Und deine Schwester ist ja echt pfiffig. Sie ist ein Desaster. Stimmt es eigentlich, dass sie da drüben nur mit den Füßen esst? Okay, das reicht. Du bist eine freche, ungebildete Göre, die sich wie der letzte Assi benimmt. Und du riechst nach Thunfisch. Wie redest du mit meiner Schwester? Ja, wie redest du mit ihrer Schwester? Wie redest du mit meiner Tochter? Ja, wie rede ich mit ihrer Schwester und ihrer Tochter? Ich muss mich entschuldigen. Die Emotionen haben hochgekocht. Ich war leicht verärgert. Hab Sachen gesagt, die ich vielleicht nicht so meine. Schon okay. Alles gut. Ist ja nichts passiert. Du bist trotzdem eine verdammte die es für 5 Cent macht. Oh shit. Was ist denn jetzt schon wieder? Hab ich wieder gepennt? Ja, scheinbar pennst du die meiste Zeit deines Lebens. Das Leben macht mich halt müde. Ja, ich weiß. Was machen wir alle hier? Wir müssen über dein YouTube reden. Was ist denn damit? Digga, du hast so viel Potenzial, du solltest das echt mehr ausschöpfen. Mit deinem Humor kannst du alles schaffen. Du bist viel mehr als nur noch 15. Und du bist so talentiert. Und denk daran, es gibt nur einen Nelson. Zeit, YouTube auseinanderzunehmen. Ab jetzt wird YouTube wieder auseinandergenommen. Ab jetzt werden Mütter gefickt. Achso, nee, ich meinte jetzt hier wegen den kommenden YouTube-Videos und allem drum und dran. Ich meinte jetzt nicht mit Ihnen da irgendwie. Hat mich gefreut, Sie kennenzulernen, ja? Jetzt aber mal im Ernst. Warum machst du eigentlich immer Zeitlupen? Wieso ich immer Zeitlupen mache? Weil es verdammt cool aussieht. Pass auf. Zeitlupen sind einfach nice. Ich meine, wie schnell läuft das Leben? Das Leben rast an uns vorbei. Und was ist, wenn man die Macht hat, einfach mal die Zeit anzuhalten bzw. zu verlangsamen? Ach, ich liebe Zeitlupen und man sieht einfach cool aus.
Das war das Video, Leute. Ich hoffe, es hat euch sehr gefallen. In Zukunft kommen kranke Videos auf euch zu. Vielen Dank an Jemka. Vielen Dank an Karima. Vielen Dank an Emil. Hat super Spaß gemacht, mit denen zu drehen. Es ist wichtig, dass ihr allen dreien jetzt auf Instagram folgt. Sehr wichtig, denn es sind sehr coole Mädels. Und dann sehen wir uns schon nächste Woche. Peace! Na gut. Mann, du kleine... Scheiße. Digga, was du machst? Na gut. Mann, du kleine B***, du hast schon wieder Klamotten aus deinem Kleid. Action. Na gut. Mann, du kleine B***, du hast schon wieder Klamotten aus meinem Kleid. Kannst du bitte nicht in meine Augen gucken, Digga? Ja, guck weg, so Emma, bist du mal mies. Ey, ich würde sogar die Popel von Apache essen, Mann. No cap. No cap. Ja, aber guck mal, das Ding ist, ich wollte schon immer ein Handy. Guck, okay, ich guck nicht. Entschuldigung. Guck mich so. Ja, aber guck mal, das Ding ist, ich wollte schon immer ein Handy. Jetzt mach das in Augen. Ey, was soll ich machen? Ich hab nur meine Augen. Guck mal, Junge. Okay. Ja, aber guck mal. Evan ist auf Level. Mindestens einmal beim Dreh passiert das, okay. For real, Digga? Da war ja mein ganzes Leben eine Lüge. Aber was ich schon immer fragen wollte, warum machst du eigentlich so viele Zeitlupen in deine Videos? Wieso redest du mit mir mit? Zu konzentriert. Also... Sorry, Digga, mach deine Augen. Ey, willst du mich verarschen? Aber ich muss doch lachen, wenn jemand vor mir so... Okay. I'm so sorry. It's okay. Action. Er macht das mit Absicht, Mann! Ich schwöre, ich habe sie ganz normal angehört. Ja, ganz gut. Findest du nochmal, wenn jemand so ist? Ja. Soll ich nochmal? Einfach nett ins Gesicht. Okay. Kann nichts dafür. Aber guck jetzt. Hä? Hä, for real, Digga? Dann war ja mein ganzes Video. Guck, was hab ich jetzt an? For real, Digga? Dann war ja mein ganzes. Nee. So Mädels, da waren wir mal. Piep, piep, piep. Doch, aber es ist richtig. Also das ist schon so weird angefühlt. Dieses und dann passiert irgendwas und man sitzt einfach so da. Der letzte. Okay. Hier ist sowas, okay. Was ist Pisse? Nur kurz aufkochen und ein bisschen Salz. Oh, ja, aus frischem Urin von schwedischen Zwergtauben. Nur kurz aufkochen und aufsalzen. Oh, Action. Entschuldigung. In meinem Bett. Und Action. Sie heult fast. Ist ja nichts passiert. Du bist trotzdem eine verdammte die es für 5 Cent macht. nee, ich meine jetzt hier gerade wegen den YouTube-Videos, die jetzt so kommen und so, war jetzt nicht auf sie bezogen. Okay. Ne? Freut mich, sie kennengelernt zu haben. Das ist so geil. War okay? Ja.